Jetzt machen wir mal halblang, gell? Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Endlich wieder Fallout. Ich bin wieder im Rennen. Ja? Ich bin wieder im Rennen. So? Von meinem Schneckchen. Weil mit dem anderen, das andere hätte das, ich hab, ist so kacke. Und das Kabel. Oh, es geht schon los. Was, wie, wo? Howdy. Howdy! Zusätzliches medizinisches Material von Doc Mitchell besorgen. Okay. Kurz zu dem Headset. Ich hab jetzt, ja. Zu Ringo zurückkehren und mitteilen, dass Sully Smiles im Kampf. Oh! Dynamit von Easy Pete besorgen. Okay, Easy Pete! Chat überzeugen, Vorräte aus seinem Laden für die Stadt zur Verfügung zu stellen. Trudys Hilfe gewinnen. Komm mit, Hund. Ich habe mich jetzt einfach gerade mir hier so aufgebaut. Ich musste mit meinem anderen Headset voll nah am Fernseher. Ich saß fast im Fernseher drin, weil das Kabel so kurz war. Und das ist jetzt so voll das fette Ding von meinem Schneckle. Das ist sogar von voll das teure und so, wisch. Mit einem langen Kabel. Und ja. Hallo, Good Spring Siedler. Dich möchte ich nicht ansprechen. Ich möchte Guten Morgen. Trudel sprechen. Hey, Trudel. Sie wollen es also mit Joe Cobbs Bande aufnehmen. Sehr riskant. Aber Sie müssen wohl tun, was Sie für richtig halten. Tja. Die sollten dabei helfen, die Pulverbanditen auszuschalten. Kugeln, Explosionen, jede Menge Spaß. Ich muss doch in die Ding gucken. Heimburg, ich weiß, ich muss da hingucken. Das hat mir Heimburg gesagt. Netto, und das Bild da, dass ich mich sehe. Ich muss zu euch gucken. Ich wollte gerade sagen, ich drehe den Bildschirm um, aber dann vielleicht, ne, das Stativ ist so ein 1-Euro-Ding und wenn sich das plötzlich bewegt, dann, ich muss halt manchmal überprüfen, scheint nicht so. Das kennen wir alles schon. Also, Sprache 25, da sind wir natürlich stark dabei. Ich hatte vor, das auszusitzen. Aber irgendwie muss man sie einfach mögen. Ich bin dabei. Ich werde mal mit ein paar anderen Leuten reden und schauen, ob ich vielleicht noch Mitglieder für diese Miliz gewinnen kann, die sie zusammenstellen. Es hat zwar jeder eine Schusswaffe, aber ein wenig mehr Ausrüstung wäre nicht schlecht. Im Gemischtwarenladen finden wir wohl, was wir brauchen. Okay, Madam. Trudel, komm schon, bring uns auf Level 3. Oh, ich hasse Trudel. Nee, die ist hübsch, komm, die ist schön. Passen Sie auf da draußen. Gut. Okay. Also, wir haben die Trudel jetzt geholt. Die Sunny ist auch schon auf unserer Seite. Vielleicht kämpft dieser Bürger von Gitsprungs. Gitsprungs. Dann kann Chad beim Gemischtwarenladen Ihnen helfen. Was? Howdy. Wenn Sie Vorräte brauchen, dann kann. Okay. Na, ist schon gut. Achso, ich kann jetzt da hier raus. Habe ich ja letztes Mal aufgebrochen. Ja. Ah, die Silver Rush von Graves. With the weapons. Wir schmuggeln Menschen. Okay, komm schon. Ich habe es extra installiert jetzt, damit es schnell geht. Zack, voll schnell. Hast du gesehen, wie schnell das ging? Also gehen wir erstmal hier in den Gemischtwarenladen. Wir wollen natürlich, also ich will bei solchen Spielen natürlich immer 100%. Nehme ich das Spiel überhaupt auf? Ja. Das wäre jetzt echt, ich habe kurz Panik bekommen. Gucken wir mal. Mit dem extra Finesse erhöht sich ihre Chance, einem Gegner im Kampf einen kritischen Treffer. Verdammte Kacke. Es geht zu schnell jetzt, wo ich es installiert habe. Toll. Supi. Das ist ja supi. Also, Dip. Möchten Sie Vorräte kaufen? No. Ich brauche Vorräte, um gegen die Pulverbanditen zu kämpfen. Moment mal, ich war nie dafür, es mit den Pulverbanditen aufzunehmen. Sie sprechen hier von einer Investition in Höhe von 1000 Kronkorken. Jetzt machen wir mal halblang, gell? Falschen! Ich brauche Falschen noch 2 Punkte. Gut, ich habe bestimmt irgendwas dabei. Wisst ihr, was ich meine? Ich hab bestimmt... Mal gucken, ob er noch was über die Pulverbanditen weiß. Man weiß es nicht. Wenn Ringo nicht alleine loszieht, sollten wir ihn ausliefern, denke ich. Die Stadt sollte sich in dieses Problem nicht einmischen. Halten Sie mich jedoch nicht für einen Feigling. Wir sind alle Kämpfernaturen und wenn nötig, opfern wir unser Blut. Aber wir suchen keinen Ärger. Okay, also er zieht so zur Hälfte den Schwanz ein. Also ich würde sagen, wir gucken mal. Halt. Wir gucken mal, ob wir ihn nicht totschießen können. Ne, auf, hier. So. Chat. Pass mal auf. Ich hab doch bestimmt was dabei, das womit mein, da. Nee, aber ich brauch Falschen, ne? Falschen war... Ach, guck mal da. Vertreter der Woche. Achtung, ich nehm's jetzt einmal ein. So. Und jetzt habe ich genug Falschen. Möchten Sie Vorräte kaufen? Kurzzeitig. Schon wie? Dann lassen Sie die Stadt übernehmen. Ihrem Geschäft hört das ganz bestimmt nicht. Na gut, Sie haben mich überzeugt. Ich kann einige Leute mit Lederrüstung und extra Munition ausstatten. Ich hoffe sehr, dass sich das lohnt. Und ich, werde währenddessen den Laden bewachen. Mein Geschäft muss für mich Priorität haben, wie Sie sicher verstehen. Nee, du kämpfst mit. Chat. Ja, Level 4! Ja. Ich weiß nicht, was ich als nächstes brauche. Scheiße. Fuck.
Wen müssen wir noch anlabern? Den Doc, da brauchen wir wahrscheinlich Medizin. Ist schon auf 25. Ich denke, höher als 25 müssen wir da nicht. Dann so ein Sprengstoffdödel. Da müssen wir sicherlich auch auf 25. Machen wir auch direkt, so. Und was machen wir noch? Ich wollte waffenlos dann doch machen, ne? Ich wollte ein bisschen mit den Waffen kämpfen. Ich wollte nicht waffenlos kämpfen, sondern ich wollte Moment. Moment, ich wollte knüppeln. Wo ist ein Knüppel? Nahkampfwaffen. Das will ich, glaube ich, doch machen. Ich glaube, es ist cool. Das ist auch cool für euch, wenn ich irgendwelche Sachen in der Hand habe. Okay. Machen wir auf 15 hoch. Komm. Fertig. So. Auf nach Good Springs. Hallo. Hello. Where is the Bomberman? I can't find the Bomberman. Wie er da rumsitzt, Easy Pippi. Howdy. Howdy, Partner. Ich höre, Sie haben Dynamit. Das würde uns helfen, die Pulvermeliten zu besiegen. Bitch! Zu gefährlich. Wenn ich das einem von euch gebe, sprengt ihr euch alle in die Luft. Das Zeug bleibt besser, wo es ist. Sicher ist sicher. Pussy! Ja, Sprengstoff 25. Ah! Ich bin geübt im Umgang mit Sprengstoff wie Dynamit. Und dadurch, dass ich damit geübt bin, sind alle anderen auch sofort geübt. Das ist ein Buff auf die Gruppe. Aha. Na, sie werden schon wissen, was sie tun. Ich buddel's aus und mach's fertig. Sie kriegen es, wenn der Kampf beginnt. Ich buddel's aus und mach's fertig. Hast du ein Gras verbuddelt? Was wissen Sie über Joe Cobb? Stinkt nach Ärger. Das ist hilfreich. Willkommen. You're welcome. Yep. Und da soll ich eher sagen, yep. Also, jetzt gehen wir noch zum Dark Cock Mitchell. Aber wie ein wahrer Gummibär springen wir dahin. Moment. Naja, und den. Wie kann ich mich nochmal. Was ist das hier? Ich weiß nicht mehr, was ist. Egal. Ich weiß, hab schon alle Knöpfe vergessen. Ist das hier Springe? Ich weiß es nicht. Okay, auf zu Doc Mitchell. Explosivwaffen werden am besten gegen Gruppen oder in Situationen verwendet, in. Na, okay. In denen Präzision nicht erforderlich ist oder irgendwie sowas. Achtung. Doc Mitchell! Ich brauch deinen Scheiß. Willkommen zurück. Hatte nicht so schnell mit einem Wiedersehen gerechnet. Was kann ich für Sie tun? Gib mir deinen Scheiß, Bitch! Ich brauche medizinisches Material. Können Sie mich... Die Stadt wird bald von Banditen angegriffen werden. Können Sie irgendwie helfen? Überall, wo ich hinkomme, scheint es das Gleiche zu sein. Die Leute können einander einfach nicht in Ruhe lassen. Mit meinem kaputten Bein bin ich im Kampf nicht besonders nützlich. Und meine Vorräte sind mager. Aber ich gebe ihnen, was ich entbehren kann. Doc, du bist verfickt freundlich. Ich bin verletzt und brauche medizinische Hilfe. Scheint nichts ernst. Was? 50 Kronkorken? Das sterbe ich lieber. Okay. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Cock Mitchell. So. Like a Poe. Und jetzt haben wir schon alle im Sack direkt. Ultra krass. Das ist ja super krass. Komm, speichern wir einfach mal hier. Achso, ich habe mir extra 3 Spielstände gemacht. Ah, aber es wird schon nicht schief gehen. Wird schon nicht schief gehen. Aber könnten wir noch, gibt's noch Quests, bevor wir jetzt hier schniedeln? Aufgaben? Ach, so. Ah, das sind die Erweiterungen. Ich würde sagen, den widmen wir uns später. Oder ich frage einfach mal jetzt. Ich habe hier, wie viele Erweiterungen? 5? 1, 2, 3, 4, 5 Erweiterungen. Nein, 4, das ist Hauptding. Ich habe 4 Erweiterungen, ich habe mir die irgendwann mal gekauft. Recht coole Sachen. Ab welchem Level soll ich die machen? Oder soll ich die jetzt direkt machen? Ihr könnt jetzt das hier drunter schreiben. Wahrscheinlich schreibt keiner drunter, weil ich jetzt lange inaktiv war. 3 oder 4 Tage, das heißt 0 Abonnenten und so. Aber ja. Aber falls jetzt einer zuschaut, kannst du entscheiden. Du! Wann ich es machen soll. Soll ich es einfach so bald wie möglich machen? Oder irgendwie erst ab einem bestimmten Level oder was weiß ich? Oder wenn ich da hinkomme, zufällig. Entscheide. Los geht's. Auf die Tankstelle. Ist Ihnen das alles ein wenig zu... Ach, so schlimm, ich spiele auf ultra hart. Moment mal! Ich verdurste doch schon längst. Wo ist mein Ding? Wo ist der Durst? 124 Durst, das geht ja noch. Muss ich nächstes wieder an so einem Klo trinken. Also, Dingo. Wie sieht's aus? Wird Sunny uns helfen? Ja. Gut, dann können wir wohl los. Außer Ihnen fällt noch was ein, das Sie machen könnten. Bleiben Sie erstmal hier. Ich werde sehen, ob ich vorher noch etwas erledigen kann. Gut, ich warte dann mal hier, bis Sie mich holen kommen. So, ich überlege noch gerade. Ich wette mit euch. Wie sieht mein Gewicht aus? Ja,
Natürlich wieder hart an der Grenze. Lasst nochmal kurz verkaufen gehen, denn wenn der Kampf beginnt und ich vom Hacke, vom Lappeduddel dieses Dynamit bekomme und dann vollgeladen bin, dann raste ich aus. Wenn ich dann den Gegnern entgegenschleiche mit einem Kampfschrei, ja, ich bin ja kein Zombie. Deswegen muss ich erstmal verkaufen. Und ja. Und dann können wir natürlich irgendwann, wenn wir holen, angreifen. So. Also, Chat, der alte Schwanzeinzieher. Wir sind alle Kämpfernaturen, aber wir haben Angst vorm Kämpfen. Hey. Möchten Sie Vorräte kaufen? Nein, ich möchte Finger kaufen. Also, guck mal, Molto. Ach, so. Messer, Fernglas, Laserpistole. Krass. Was ist denn? Wir gucken gleich, ob wir die Lederrüstung anziehen können. Wo ist mein sonstiger Scheiß? Ah ja, hier. Terpentin brauche ich nicht. Stange Zigaretten brauche ich nicht. I don't need this shit, okay? Schreckenbein. Brauche ich nicht. Eine Schachtel Zigaretten. Not right now, Derek. War das aber... Ja. Das war's schon. Und... Zack. Kurz Danke. Gucken, ob ich die Lederrüstung, die ich im Moment anhab, mit der anderen reparieren kann. Okay, ich denke, die sind nicht kompatibel. Möchten Sie Vorräte kaufen? Und also verkaufe ich die andere. Ja, ich verkaufe die jetzt. Wir wollen doch das reichste Schwein hier sein. So. Geben Sie mir Bescheid. Und jetzt... Oh, sorry, Chat. Und jetzt schaut euch das mal an. Ach, guck mal da. 174 Gewicht von 210. Ist herrlich. Da kann ich noch ganz viel Dynamit rumtragen. Ja. Und du machst mit, gell? Der wartet auf die Post. Ja, da wird nichts passieren. Hallo. Hallo. Ich warte auf den Postboten. Hey! Aber nein. Nein. Er wird das nicht schaffen, weißt du, Jimmy? Komm schon. Gummibären haben Glatzen, la 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 la. Wow. So, schauen wir mal, was Mr. der, was der Mann da jetzt sagt. Wie heißt er nochmal? Hallo? Dringo! Speichern. Beginnen wir die Party. Deserteur? Moment mal. Wow, Dringo, was ist hier passiert? Wie sieht der Plan aus? Sind wir Packen wir's an! Gut, ich bin bereit. Hoffe ich zumindest. Wird Zeit loszulegen. Die Pulverbanditen sind zum Spielen vorbeigekommen. Wie viele sind es? Mindestens 6 mit Joe Cobb. Sehen ziemlich hart aus. Lächerlich! Dann mal los! Oh, Easy Pete kam mit dem Dynamit vorbei. Hier ist ihr Anteil. Hoffentlich jage ich mich nicht selbst in die Luft. Ich lege mich beim Laden auf die Lauer. Hoffentlich schafft es die Bande gar nicht so weit. Ich würde sagen, ich will natürlich keine Verluste, deswegen breche ich jetzt voll vor. Da, irgendwo sind sie. Wir haben ja alles dabei, Arzneizeug, wir können uns heilen, wir können essen, trinken, kacken. Also ich würde sagen, wir haben natürlich die besten Chancen hier, gut was zu meistern. Da sind sie ja. Und der erste ist schon rot angezeigt. Sollen wir ein bisschen mit Dynamit spielen? Ich glaube, mein Wurfarm ist nicht ausgearbeitet. Naja. Hey, ihr Ficker! Komm schon, hey! So. Erstmal der hier. Und dann vielleicht noch Monsieur Kartoffelsalat. Peng, peng! Oh, ich schmeiß so schnell, so geschwind. Habt ihr das gesehen? Oh, fuck, der kommt genau zu mir. Ah, so, ich bin gleich tot. Ne? Oh, der ist schon tot. Bin das Dynamit und hab gar nichts gebracht irgendwie. Wo bist du, Carowine, ja, Flint? Wie die Amerikaner sagen würden. Hallo? Na los. Oh, der Joe Cobb. Wo kriegt das hin? Uf de Cobb? Verrufen angesichts Ihres wahrlich monströsen Verhaltens sind sie in der Gesellschaft in Verruf geraten, aber bei den Pulverbanditen, klar, die mag ich ja eh nicht. Ja, ich sag's mal so. Vergöttert! Die Gemeinschaft verehrt sie wegen ihrer ausgiebigen Unterstützung und ihres guten Willens. Mensch! Das ist ja wie im wahren Leben! Schießerei in der Geisterstadt. Dafür schulde ich Ihnen eine Menge. Hier, das gehört eigentlich der kaminroten Karawane. Aber das werde ich denen schon erklären. Haben Sie nicht vorhin erwähnt, dass Sie mich nicht sofort bezahlen können? Sie Lügner? Ich hatte den Rest des Geldes der kaminroten Karawane,
aber ich wusste nicht, ob ich Ihnen das einfach so geben konnte. Ich schulde Ihnen jedoch mehr als das. Schauen Sie beim Lager der kaminroten Karawane vorbei, wenn Sie mal nach New Vegas kommen. Okay, Ringo, du alter Kartoffelkopf. Gucken wir mal. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja. Sehr gut.